Die USA machen keine Vorgaben an Israel. Und doch äußerte sich US-Präsident Biden jetzt bei einer Wahlkampfveranstaltung zum Nahostkonflikt. Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause, um die Gefangenen der radikal-islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen rauszuholen, wie das Weiße Haus später klar benannte. Ägypten hat unterdessen seinen Grenzübergang zum Gazastreifen nach Rafah geöffnet. Auch am Donnerstag konnten weitere ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit einem zweiten Pass den Gazastreifen verlassen. Eine Spendenveranstaltung in Minneapolis. Joe Biden redet und wird plötzlich unterbrochen. Oh my God. Herr Präsident, wenn Sie sich um jüdische Menschen sorgen, muss ich Sie als Rabbinerin bitten, einen Waffenstillstand zu fordern. Biden plädiert für eine humanitäre Pause, um Geiseln zu befreien, jedoch nicht explizit für eine Waffenruhe. Bei einem weiteren Auftritt betont er die Rolle der USA. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin humanitäre Unterstützung für unschuldige Menschen in Gaza leisten, denn sie brauchen Hilfe. Und wir werden weiterhin bekräftigen, dass Israel das Recht hat, seine Bürgerinnen und Bürger vor Terror zu schützen, im Rahmen des humanitären Völkerrechts, das den Schutz der Zivilbevölkerung in den Vordergrund stellt. Rund um Gaza-Stadt gibt es offenbar heftige Kämpfe zwischen Israels Armee und der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas. Eine Waffenruhe scheint nicht in Sicht und wurde von Premier Netanyahu kürzlich auch ausgeschlossen. In der Nähe von Gaza-Stadt hat Israel das palästinensische Flüchtlingslager Jabalia aus der Luft angegriffen. Dabei soll ein hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet worden sein, doch besonders Zivilisten seien unter den Opfern. Die UNO bezeichnet den Angriff als unverhältnismäßig und schließt ein Kriegsverbrechen nicht aus. Unterdessen warteten auch am Donnerstag wieder hunderte Menschen mit ausländischem Pass darauf, von Gaza nach Ägypten zu kommen. Ich warte seit 7 Uhr hier. Wir haben versucht, hier hineinzukommen und Gaza zu verlassen und wissen nicht, was jetzt passieren wird. Das ist mein 5. Ausreiseversuch. Vor 19 Tagen wurde das Haus meiner Familie evakuiert. Und nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung gibt es jetzt Bewegung. Die dringend benötigten Hilfslieferungen nach Gaza mit Wasser, Essen und Medikamenten rollen wieder an. Und ich spreche jetzt mit dem Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel hat sich US-Präsident Biden vorbehaltlos hinter Israel gestellt. Jetzt sagt Biden, wir brauchen eine Pause. Warum greift er nun doch ein? Sie sprechen es völlig zu Recht an. In den letzten 3 Wochen hat sich die amerikanische Politik sehr deutlich bewegt von der vorbehaltlosen Unterstützung für Israel am 7. Oktober hin zu einer vorsichtigeren Position, die die palästinensische Lage, also die Lage der Palästinenser im Gazastreifen, stärker berücksichtigt. Und ich glaube, 2 Gründe sind dafür anzuführen. Zum einen möchte sich die USA letztlich die Möglichkeit einer diplomatischen Offensive nach dem Ende der Militäroperation nicht verbauen. Dafür ist eine weitere Konfrontation mit Israelis, mit den arabischen Staaten, also jetzt im politischen Sinne nicht dienlich. Eine Eskalation im Gazastreifen wäre ein Ventil für so etwas. Und zum Zweiten kommt hinzu, das ist ja gerade in dem Vorbericht auch angesprochen worden, gibt es zunehmend Opposition in den USA gegen den amerikanischen Kurs. Aus der Demokratischen Partei, erstaunlicherweise auch von amerikanischen Juden. Und das ist Teil der Koalition, die Biden ins Amt getragen hat. Und er steht zu befürchten, dass ihm diese Wähler 2024 von der Fahne gehen. Wie stark sind denn die Vorwürfe aus der arabischen Welt, Sie haben es schon angesprochen, auch an Bidens Regierung, möglicherweise zu einseitig zu Israel zu stehen und das Leid der Palästinenser in Gaza zu ignorieren? Also der Vorwurf ist insofern berechtigt, weil die USA keinen Zweifel daran gelassen haben, nicht nur Präsident Biden, sondern Präsidenten der USA immer, dass sie ganz eindeutig auf der Seite Israels stehen. Ausdruck dessen ist die jährliche Zahlung von 3 Milliarden US-Dollar an Militärhilfen für Israel. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, oder das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, das ist immer das der Hebel gewesen, mit dem die USA Einfluss auf die Israelis nehmen können. Es gibt ja keine andere Macht, keine externe Macht. Russland hat diesen Hebel auf die Israelis nicht, China nicht, die Europäische Union erst recht nicht.
Und so unbequem die eindeutige Stellungnahme der USA zugunsten Israels ist, so kontrovers sie diskutiert wird, sie ist die notwendige Voraussetzung für eine Deeskalation des Konfliktes, weil die USA, und das ist, haben sie ja deutlich gemacht, den Iran gewarnt haben und die Hezbollah gewarnt haben, sich in diesen Konflikt einzumischen. Ist denn Bidens Ansage trotz dieser engen Beziehung zu Israel, ist ja keine Frage, auch als Kritik an Netanjahus Vorgehen zu verstehen? Also welche Reaktion gibt es möglicherweise auch schon aus Israel? In der Tat, der Ton ist sehr höflich, er ist nahezu flehentlich. Gestern hat der amerikanische Außenminister Anthony Blinken einen Namensartikel in der Washington Post veröffentlicht, wo er sehr vorsichtig eine stärkere Berücksichtigung des Schicksals der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen anmahnt. Also in der öffentlichen Debatte gibt es keinen Dissens zwischen den USA und Israel. Da bleibt es bei einem kooperativen Modus operandi. Aber die USA lassen keinen Zweifel daran, dass sie mit dem aktuellen Vorgehen der Israelis im Gazastreifen unzufrieden sind und militärische und politische Konsequenzen befürchten. Vielen Dank für all diese Informationen und auch Ihre Einschätzung. Das war der Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sehr gerne.